Aha. Aber das ist so. Ich wollte gerade fragen, von der Spielmechanik ist das ähnlich wie Sniper 3. Okay. Okay. Ah ja. Ja, streng dich an. Na, aber dafür hast du die 100, dass du besser bist als ich in jedem Level. Mehr Abschüsse. Na? Ach so, okay. Ja, klar. Ja, das ist wohl wahr, sehr peinlich. Ich weiß, vielleicht müsste ich das als Highlight des Highlights nochmal markieren auf Twitch oder so. Nur die Stelle. Ja, klar kann man das. Ja, genau. Ja, hier. Das ist ein Arsch. Ja. Ja, aber ich glaube, das hat ja nie geklappt, oder? Das hatte geklappt. Weil ich habe jetzt hier gedrückt und dann kam irgendwie nix, glaube ich. Ich glaube, du musst in dieses Koop-Startmenü gehen und dann musst du irgendwie auf Y Play with Party oder so. Ach so. Weil hier jetzt nichts passiert. Also noch nicht. Vielleicht dauert das ja ein bisschen. Orbital Drop Shock Troopers. Nee, also irgendwie kommt hier nichts. Es kam zwar deine Einladung, die habe ich auch angenommen, aber jetzt ist hier nichts. Mach mal dieses, also du bist jetzt hier in diesem Mission Setup, ne? In diesem Mission Setup Screen. Und da hast du jetzt Play with Party gemacht. Vielleicht muss ich mal rausgehen. Und wieder rein. Irgendwie hatte das gestern noch auch funktioniert. Erst hat es nicht funktioniert und auf einmal ging das. So, ich gehe da nochmal rein. Y, play with party, waiting for invited player to join, steht jetzt hier bei mir. Stinky X was added to the game. Ja, mach du mal. Ja, dann kommt das ja, glaube ich, gleich. Ja, da bist du ja. Sehr schön. So, welche wollten wir denn? Wir wollten aber nicht die mit Repel, sondern mit Overshield. Nein, mit Overshield. Nee, wir. Ja? Schlagen. Ja. Genau. Geht ja um deinen Arsch. Du musst deinen Arsch ja frei halten hier. Nee, ich war doch auf Arbeit. Ja, genau. Da gehe ich ja mal hin, um nachzuladen. Hey, was hast du denn gedaddelt? Old? Peanuts? Einem kleinen weißen Hund.
Also ich kenne jetzt nur noch Bolt. Achso, ja, Snoopy. Ja, das meinte ich doch mit Peanuts. Ja. Gut, Marco hat den. Macht ja Ray jetzt auch gerade. Ich habe eben nochmal mit Twitch geguckt. Der ist am Spielen. Lifeless Planet? Wie, was? Lifeless Planet? Nein. Aha. Ja, das ist doch das mit dem Raumtyp, mit dem in deinem Raum am Zug, ne? Wo du da die Welt da erkunden musst. Ja. Ja gut, hast was anderes erwartet, oder? Ja. Okay, restart. Es ist so ungewohnt, dass ich jetzt der Rote bin hier. Ich muss mich die ganze Zeit immer auf den Blauen konzentrieren, jetzt bin ich der Rote. Haben wir das überhaupt mal ausprobiert? Ob man da nicht vielleicht doch irgendwie dann Koop machen kann? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert, ne? Weil es ist ja prädestiniert, weil ich meine, du hast da ja deine AI-Leute da im Spiel, weißt du? Von daher. Wir probieren das gleich einfach. Wenn das jetzt hier beim diesem Mal, also nach diesem Mal nicht klappt, dann machen wir nochmal neu. Also dann machen wir mal die Solo-Kampagne. Versuchen wir mal zu zweit irgendwie zu starten. Vielleicht geht's ja wirklich. Aber dann ist das echt ein bisschen blöd gemacht hier im Hauptmenü. Weil wie gesagt, ich finde so, im Koop macht das Spiel, auch wenn es halt wirklich nur so ein Top-Down-Ding ist, macht das halt Laune. Ich finde, das hat echt Spaß gebracht gestern. Auch wo wir das Level da zigtausend Mal machen mussten, da dieses eine. Weißt du, mit dem, wo wir da die Teile da zerstören mussten. Aber ich fand, irgendwann später hast du dann das Level gekannt, da wusstest du, wo du hin musst, mehr oder weniger. Das war eigentlich ganz okay. Ist natürlich immer dasselbe. Da gibt's auch Fahrzeuge dann, ne? Ja. Ja, ich glaube, ich habe ja nur die erste. Ich habe die erste Mission vom Player-Modus gespielt. Mehr habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht gehabt. Und wie gesagt, allein war es halt echt so ein bisschen so. Next. Hast du ihn schon wieder drauf? Stimmt, das höre ich sogar auf meinem Headset. Dein Games? Nee, aber eben habe ich es gehört. Ja. Das ist ja auch bei meinem, wenn ich auf Twitch übertrage, da hört man deine Stimme doch auch übers Headset. Ne? Der überträgt manchmal was. Oh, jetzt bin ich hier out of ammo. Jetzt habe ich die Shotgun. Oh. 2 Minuten, Marco. 2 Minuten. Und Overshield nicht vergessen. Hey Cryo. Ja, gleiche Stelle. Marco versucht immer noch ein Achievement freizuschalten. Und zwar, dass er nicht von diesen kleinen Viechern
angegriffen wird, also sprich, dass sie mich anspringen. Und das ist gar nicht so einfach. Genau, Chaka, hier, so hier, Cryo ist am Anfeuern hier. Der feuert dich an, dass du das diesmal schaffst. Diesmal schaffst du es. Ja, dann mach Overshield an, wenn du Overshield an. Ach, du hast keinen Overshield, du hast. Hell. Na, wie lange haben wir denn noch? 56 Sekunden. Ach, wir sind drauf. Du hast einen. Okay, ja, das war's. So, wir haben gesagt, wir machen. Nee, wir machen davor. Wir haben gesagt, wir machen zwei Versuche und wenn es beim zweiten Versuch nicht klappt, dann nicht. Dann machen wir es irgendwann später. Wollen wir das probieren? So, Campaign. Operation Umbra. Nö. Das ist, wenn ich hier jetzt auf Select gehe. Hier kannst du ja auch niemanden einladen. Hier ist ja nix. Cryo, blau war ich gestern. Heute war ich mal rot. Du meinst diese Sterne da? Ja, stimmt. Die sehe ich. Ja, und zwei Fahrzeuge. Zwei Männchen und zwei Fahrzeuge. Oder nicht? Hier kann man nichts mit Koop, ne? Das ist echt blöd. Ach ja. Gut. Also ODST. ODST. So, wir wechseln das Spiel kurz. Und wir machen Halo 3 ODST Mission 3? 2 erst? Ach ja, stimmt. Gut, dann kommen wir gleich mal wieder. Ich muss mal kurz aufhören hier zu streamen, Cryo. Tut mir leid, aber vielen Dank fürs Reinschauen. Vielleicht guckt